Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Leute, was geht? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Kevin, heute ist der 2. Dezember und das heißt... Revi hat Geburtstag, ach so, darum ach so, feiern wir. Nee, Kevin, heute kommt mein Merch raus. Revistore.de, meine Freunde, checkt auf jeden Fall meinen neuen Merch aus. Ja, jita, super geile limitierte Angebote mit jedem eine Autogrammkarte. Kevin, ich hoffe, du hast es rausgeschnitten bei dir, weil das wäre echt unfair, wenn ich bei dir im Video Merch-Werbung mache. Wie gesagt, halt Geburtstagskind, ne? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute muss Revi im Mittelpunkt stehen. Mittelpunkt. Okay, alles klar. Gut. Kevin, du hast etwas Krankes berichtet. Ja, Leute, ich habe auch, by the way, Geburtstag, aber ich möchte jetzt keine Geburtstagsgrüße in den Kommentaren haben. Denn wer mir Geburtstagsgrüße in die Kommentare schreibt, wird von mir weggebannt. Kevin, ich bin so geisteskrank. Kevin, Kevin, du hast irgendwas Krasses erzählt. Es gibt irgendwas Heftiges. Und zwar, ich muss sagen, ich habe die Tage Basti etwas gesponsert. Cleanstone, okay. Ne? Okay, und das so, habe ich mich schon gefragt, wofür? Ja, wofür, ne? Aha. Und dann habe ich heute anonym von ihm richtig viel Gold geschenkt bekommen, aber wirklich viel, so 20, 30 Goldblöcke und 4 Smaragdblöcke. Und er hat mir gesagt, es gibt wohl eine übertriebenste Farm, die noch heftiger ist als jede andere Farm. Und zwar macht die, keine Ahnung, 1000 Level in 5 Minuten oder so. Was, Junge? Nie die im Leben. Die ist voll heftig. Nie im Leben, okay, also die, okay. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, ne, aber ja, die ist richtig krass. Wir müssen einmal dafür durch den Nether. Okay, Leute, ganz kurz zu meinem Haus. Ich werde mein Haus auf jeden Fall nur reparieren und die Batcave werden wir auf jeden Fall auch noch weiterbauen. Sämtliche Bauprojekte sind nur ganz kurz pausiert, Leute. Ganzer Stress mit Early Boy. Oh mein Gott, da hängt meine Knochen. Ich möchte aber hier nochmal dazu aufrufen, dass Early Boy nicht mehr weiter gehatet werden soll. Oh, verdammt. Der Speicherplatz im PC geht zur Neige. Moment, ich muss ganz kurz... So, Leute, da sind wir wieder. Kevin, wo bist du? Wo muss ich mal lang? Ey, warte mal, hier ist Quarz. Das nehme ich hier mit. Ja, hier ist überall Quarz. Ja, alles meins. Ja, Kevin. Ja. Okay, Entschuldigung. Okay, ich warte schon mal unten auf dich so, weil... Alter, wie weit ist das denn weg? Also, ich meine, soll ich aufhören, das Quarz abzubauen? Ich meine, vielleicht Ich würde sagen, lass uns lieber erstmal laufen, weil das wird, bis wir da sind. Hast du Fackeln dabei, Kevin? Ich sehe absolut nichts. Meine Zuschauer werden auch nicht sehen wegen meinem Shader. Warte, komm runter, dann gebe ich dir eine Fackel. Dann würde ich die einfach in die Hand nehmen. Da, hier, warte, da, zack. Okay, gut. Wir müssen durch Spark of Phoenix sein Portal. Oh. Oh, das war knapp. Aber so close one, Alter. Geil. Ja, die rasten schon ein bisschen aus, aber an der Brücke machen die ja keinen Schaden. Eben, die habe ich hier netterweise, nachdem Early Boy die kaputt gemacht hat, nochmal neu gebaut. Ja. Ach, Leute. Ich bin jetzt echt mal gespannt auf diese Farm. Wir müssen durch den Nether und wohin müssen wir jetzt? Wir müssen zu Basti seinem Haus erstmal, weil wir müssen dort wieder ins Nether-Portal und dann erkläre ich dir gleich den Trick, wie wir da hochkommen, weil du musst dich einmal durch den... Durch den Bedrock buggen, ne? Ja, genau, wir müssen uns da durchbuggen. Mit einem Minecart? Ja, genau. Das ist aber das habe ich schon mal gesehen. Aber wie kommt man da zurück? Da ist wieder ein Portal oben. Ah, okay. Ja, das gut, können wir zurück. Aber man kann den Bedrock auch einfach durchbrechen. Es geht doch auch, dass man einfach da... Ja, man kann ihn mit einem Oak-Sackling, ja, Dark genau. Oakwood. Ja, richtig, dass man da einen Baum hinsetzt, dann geht der Bedrock kaputt, Leute. Ich bin ja hier ein bisschen, was Minecraft-Wissen angeht, am Start. Hatten wir ja in der Craft Attack Staffel 2 so gehabt. Ne? Hier, Kunga und Rotpilz haben ja so eine Farm gebaut gehabt mal. Hey, Basti soll auf jeden Fall diesen Aufzug mal zu einem vernünftigen Aufzug machen. Habe ich auch schon tausendmal gesagt. Die wollen ihn aber mit Absicht so lassen, weil die Leute sich darüber aufregen. Die kleinen weg, Alter. Okay, so, nice. Schauen wir mal ganz kurz, Leute. Bin jetzt echt mal gespannt, Kevin, ob sich das jetzt lohnt, Alter. Wenn diese Farm jetzt heftig ist, Digga. So, warte. Ich muss kurz gucken. Hier, die wird heftig sein. Glaub mir gleich, du wirst ausrasten. Okay, ich bin gespannt. Ey, Leute, ich habe sowas noch nie gesehen, Mann. Wenn wir jetzt tatsächlich unsere Level da hochfahren könnten, stellt euch bitte vor, was damit alles dann möglich ist. Ohne Witz, Leute. Warte, ich muss kurz die Stelle suchen, wo wir hoch können. Hier muss irgendwo ein Ding sein, wo eine Kiste dran ist. Hier, bei mir. So, dann musst du hier einmal einfach nur hoch, ne? Ja. Dann guckst du den Minecart an, setzt dich so rein. Warte, so. Dann Shift, dann springst du hier oben hoch und hier oben sind nochmal 2 Minecarts. Oder springst einfach hoch, solange bis du über dem Bedrock bist. Alles klar, Kevin, ich werde verrecken. So, jetzt musst du einen Minecart hier anschauen und dann dich da reinsetzen. Ach, oder okay, so, nice. Ja, genau. Oh, krass, okay. So, und jetzt müssen wir... Oh mein Gott, Leute, schaut euch an, wo wir sind. Was ist das denn? Alter! Oh Junge, was ist das? Keine Ahnung, Basti hatte, glaube ich, keine Hobbys oder so. Alter, was ist denn mit dem? Ohne Witz, das ist eine Pigman-Farm, aber die übertriebenste Pigman-Farm der Hölle, Alter. Ja, wir müssen jetzt hier ganz hoch. Wir müssen jetzt hier ganz hoch erstmal. Dauert jetzt gleich ein bisschen, weil wir müssen diese Leiter hochklettern. Aber glaub mir gleich, ne, wenn du hier oben bist, Junge, du wirst dir einfach nur denken, was wird das Ergebnis gleich unten sein? Junge. Und die fallen dann alle runter, ne?
Ja, ja, und die fallen alle runter. Und ich krieg dafür ein Level, ne? Ja, aber richtig Alter, viele. Alter, Leute, das ist krass, ja. Diese Zombie-Pigments geben so dermaßen viele Level ab, Leute. Das ist so heftig. Das ist einfach so krank, Mann, wie viel ja, Level man damit farmen kann. Wir haben unendlich Gold jetzt, ne? Das heißt, wir können uns unendlich Goldkarotten Alter, lass uns komplett goldenes Zimmer bauen, Kevin. Lass uns so ein goldenes Zimmer bauen. Lass uns einfach in der Batcave, gibt's einen so einen Raum, der besteht nur aus Gold, okay? Ja, komm. Das ist so eine goldene Toilette oder sowas müssen wir bauen. So eine. Alter, das ist voll Leute, passt mal auf. Was haltet ihr davon, wenn wir aus ganz vielen Goldblöcken eine goldene Toilette auf Denas Haus bauen? Lasst auf jeden Fall mal dafür einen Daumen nach oben da, Leute. Das finde ich eine extrem geile Idee. So ein fettes, goldenes Klo auf Denas Haus, Alter. Das ist ja eigentlich auch gut für ihn, weil es dann besser aussieht als ein Haus und er hat Gold. So, okay. Mach die Falltür zu. Wow, warte, oh. Und was guck, die jetzt kommen machen? Jetzt alle, pass auf, die kommen jetzt alle und die drücken sich jetzt runter. Aber dann kriegst du doch die Level, oder? Nein, die bleiben unten liegen. Du musst gleich einfach nur einmal runtergehen. Warte ab, jetzt guck mal, jetzt spawnen immer wieder neue und die kommen die ganze Zeit. Wenn einer hier oben bleibt, ne, wenn ich jetzt hier oben AFK stehen würde und du würdest unten stehen, Junge, du würdest übertrieben XP machen. Okay, lass mal machen. Ich ja, stell du dich runter. Mal da unten, ich bleib einfach hier oben, dann siehst du gleich, wie viel XP kommen. Welches Level bist du gerade? Ich bin gerade Level 8, Alter. Oh Leute, ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Alter, wenn ihr euch anschauen wollt, wie das Ganze entstanden ist, Leute, checkt auf jeden Fall mal Bastis Kanal. Der hat das auf Twitch gemacht und gleichzeitig auch, glaube ich, auf YouTube. Also schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Boy. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Okay, ich sehe schon die Level, da unten. Schaffe ich den MLG? Ah, nee, ich traue mich nicht, oder? Traue ich mich? Mach an die Leiter, lieber. Geh an die Leiter. Oh mein Gott! Was geht ab, Alter? Oh mein Gott, was? Alter! Wie viele Level hast du? Ich habe 16, 20, 19. Was? 21! Hä? 22? 23? 24? 25? Was? Hä? 26? 27? Es geht immer weiter! 27 Level in so einer kurzen... Was? Level ja. 30 in 20 Sekunden, Leute! Ja, oh mein Gott! Und jetzt stell dir mal vor, du holst da oben 5 Minuten lang die Viecher runter. Junge, ich bin jetzt schon Level 27. Was ich weiß nicht, es gibt noch eine Möglichkeit. Du kannst ja auch machen, dass die XP transportiert werden. Mit einem, hier Pistenaufzug nach oben. Ja. Und, ja, hier sind natürlich die ganzen Goldsachen drin. Oh, die sind auch verstopft, glaube ich, die Öfen mit Fleisch oder so. Ich weiß nicht. Ach, der brennt ja. Das automatisch direkt. Ja, ja, der muss das nur noch mit so einem Sortiersystem, glaube ich, machen hier. Ja, warte, der hat hier überall dieses Fleisch und so drin. Das müssen wir mal rausnehmen. Das muss man aussortieren eigentlich, ne? Ja, ja, genau. Die muss regelmäßig aussortiert werden. Die droppen. Aber das kann man auch automatisch machen, oder? Man kann doch auch Sachen automatisch aussortieren lassen. Ja, ja, man kann das auch automatisch aussortieren lassen, ja. Alter. Das muss ja wahrscheinlich dann noch bauen. Ey, Leute. Kevin, ich komm wie so farm nicht klar. Was ist das? Boah, hier ist eine Kiste. Da ist fast ein Stack Goldblöcke schon drin. Junge. In der unteren Kiste von den beiden. Ich snack mir gerade schon mal hier ein bisschen Gold, Leute. Alter. Das ist schon richtig übel, ey, was Basti da gebaut hat. Muss man wirklich mal sagen. Junge, schaut es euch auf jeden Fall mal bei Basti an. Ja, moin, Leute. Schaut euch das hier an. 47 Goldblöcke. Was geht ab? Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist die krankste XP-Farm, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, wirklich. Also ich bin jetzt einfach schon in Craft Tech 2 damals hatten, die war ja schon krass, aber die hier, die ist noch heftiger. Junge, vor allen Dingen können wir davon mehrere bauen, weißt du, was ich meine? Ja, muss man schauen, da müssen wir nur weit genug auseinander sein halt. Ja klar, damit die halt genauso aktiv spawnen. Also ich wollte eigentlich ursprünglich schon so eine andere Farm bauen, die heißt Donut Farm, die ist noch heftiger als die. Die ist noch krasser. Ja, ja, da kannst du AFK stehen die ganze Zeit, da werden die XP mit Sticky Pisten und so hoch transportiert. Alter. Ich weiß nicht, ob Basti das vorhat noch zu bauen. Wäre natürlich interessant. Ich meine, wenn wir es voll automatisieren könnten, Leute, das wäre natürlich dope fett. Ja. Das wäre natürlich richtig geil. Ey, Kevin, geisteskrank. Ey, Leute, schaut euch das auf jeden Fall mal bei Basti an. Ihr könnt euch das gerne mal reinziehen bei ihm. Er hat das komplette Ding dokumentiert. Kevin, diese Farm. Alter, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war noch nie so schnell. Digga, ich bin jetzt fast Level 30. Wir könnten das wahrscheinlich bei euch hinten sogar bauen, so eine. Meinst du? Weil ihr seid ja im Nether weiter weg von denen. Ja, ja, ja. Stimmt eigentlich. Ey, lass uns so eine eigene Farm bauen. Lass uns diese Donut-Farm bei uns bauen, Kevin. Können wir machen, ja. Ey, Leute, wenn ihr darauf wieder mal Bock habt, smasht hier jetzt einmal wieder rein ins Nether-Portal. Like-Button nach oben, meine Freunde. Dann wisst ihr mal, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, wie es aussieht. Dann werden wir auf jeden Fall das Goldklo bei denen machen. Wir werden auf jeden Fall die Donut-Farm bei uns dann bauen. Leute, ey, das ist einfach nur verrückt. Und dieser ganze Quarz hier, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ey, komm ich nicht durch. Ein bisschen was bei mir fehlt, leider Gottes Willen. Na, warte mal, wir müssen das immer alles jetzt hier reparieren. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal zu meinem Haus und versuchen damit nochmal ein bisschen was zu reparieren. Aber Leute, ey. Einfach nur heftig. Einfach nur, als ob, hat er einen Geheimgang gebaut. Ja, damit keiner bei dem reinkommt, so. Wir müssen jetzt nur gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wo war denn der Weg. Ich glaube, hier ging es zu den Hauptportalen. Keine Ahnung, gucken. Bro. Du, ich kenne mich hier auch vollkommen. Bei Basti kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ansonsten gehen wir durch sein Nether-Portal zurück und dann zu Spark. Ich glaube, hier geht es nicht lang. Leute, heute Abend um 18 Uhr, würde ich nochmal ganz wiederholt haben, launcht der Merch-Shop. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall heute Abend die Möglichkeit haben, eins der limitierten
neuen Kollektionsstücke zu erhalten, meine Freunde. Die sehen nicht nur extrem geil aus, sondern sind auch wieder von höchster Qualität und kommen netterweise mit einer Autogrammkarte dabei. Falls ihr wirklich Bock drauf habt, beeilt euch denn. Die sind streng limitiert, meine Freunde. Und es kann sein, dass ihr vielleicht nicht alle eins bekommt, wenn ihr dafür bis morgen oder übermorgen wart. Ich hoffe, das hast du wieder rausgeschnitten, Kevin, weil das ist echt unangenehm, wenn ich bei anderen Leuten eine Werbung mache. Ganz ehrlich, ich habe da gar kein Problem mit. Junge. Ich bin da einfach ganz gelassen. Ich komme auf diese Farm safe nicht klar, Kevin. Also das ist einfach nur heftig, Leute. Also ja, wir wollten dir einfach mal gezeigt haben und einfach mal ein bisschen aufwärts, ob keiner Basti da rüber zu reichen, Leute. Schaut auf jeden Fall mal Basti vorbei. Gönnt euch auf jeden Fall, was der Typ da geistkrankes gebaut hat. Ich finde es auf jeden Fall extrem heftig. Ich denke mal, Kevin und ich werden es gleich noch ein wenig meinem Haus widmen und noch ein klein bisschen versuchen, hier Reparatursarbeiten anzugehen. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal bei Kevin vorbeischaut. Lasst dem Boy ein Abo da. Er ist nicht nur korrekt, sondern auch nett. Oh, warte mal, was haben wir hier vorne? Ein Kuchen. Ist es für mich, weil ich Geburtstag hab? Hallo? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Kuchenhaus schon letztes Mal gesehen, das steht schon länger da. Ist es? Ich glaube, das ist einfach. Es hat Rotpilz, glaube ich, gebaut. Einfach so als Kuchenfabrik. Ja gut, schade drum, ich dachte schon. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf jeden Fall, wie gesagt, bei Kevin und Basti vorbeischaut. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich gehe jetzt hier drüben noch am Weihnachtsmarkt mit Kevin und gönn mir auf jeden Fall ordentlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao!